Ihr Klavier bzw. ihr Flügel ist nicht zuletzt auch ein Möbelstück. Und damit es gut im Glanz bleibt und die Oberfläche auch gut erhalten bleibt, gibt es verschiedene spezielle Pflegemittel. Am häufigsten findet man diesen Polyesterlack vor. Polyesterlack, zum Beispiel bei schwarz polierten Klavieren, ist an sich sehr strapazierfähig, jedoch kann es auch ein bisschen kratzempfindlich sein und deshalb gibt es auch hier spezielles Polierwasser. Für Polyesteroberflächen, also Hochglanzoberflächen, empfehlen wir das Polierwasser Elegant. Das Polierwasser hat direkt drei Vorteile. Zum einen umschließt es die Staubkörner beim Polieren, das heißt also, dass diese Staubkörner nicht diese Kratzer auf dem Instrument hervorrufen können. Zum anderen wirkt es antistatisch, der Staub kann sich nicht mehr so auf das Instrument ablegen und es entfernt hervorragend Fingerabdrücke, die ja sehr gerne auf so hochglanzpolierten Oberflächen zurückbleiben. Dieses Polierwasser ist sehr ergiebig, es ist zwar eine sehr kleine Flasche, aber da das Mittel direkt auf das Tuch gesprüht wird und nicht auf das Klavier, kann man mit dem Tuch das Instrument reinigen und es ist somit halt viel ergiebiger, als wenn man das Klavier ansprühen muss und dann mit dem Tuch nachreinigt. Das wäre schon zu viel, das gibt Schlieren. Mit den Jahren können auf den Polyesteroberflächen der Instrumente kleine feine Kratzer entstehen, schon allein durch Staubkörner, die diese hinterlassen können. Um diese feinen Kratzer herauszuarbeiten, gibt es eine spezielle Polierpaste, die heißt in diesem Falle Lack Polish Brillant. Diese Polierpaste kann mit einem separaten Tuch, das ist wichtig, in das Instrument eingearbeitet werden, dann wird poliert und mit kleinen, feinen Schleifkörpern werden diese Kratzer herausgearbeitet. Die Polierpaste wird dann abgetragen und das Instrument sieht richtig aufgefrischt aus. Holzfarbene Instrumente sind meist in Seiden matt, offenporig oder geschlossenporig. Für diesen Fall empfehle ich Rhinovel. Das ist Möbelregenerator, also eigentlich auch so für normale Möbel gedacht. Hat aber einen unheimlichen Effekt. Wir haben das hier bei unseren Instrumenten oft ausprobiert, in den Werkstätten auch, und das Instrument sieht danach beinahe wie neu aus. Das trockene Holz saugt es regelrecht auf und wirkt danach frisch und ja, wie neu. Noch ein wichtiger Hinweis zu Rhinovel: Man sollte es wirklich nur bei unbeschädigten Oberflächen anwenden, weil sonst das Mittel in das Holz reinzieht und dort Schäden verursachen kann. Ältere Instrumente sind manchmal mit Shellack lackiert oder mit Acryllack. Dieser Lack braucht auch eine spezielle Pflege. Dafür empfehle ich Clavicura. Wir haben mit Clavicura sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es speziell auf diese Oberfläche ausgelegt ist. Es wird auch mit einem Tuch aufgetragen und nachher nochmal nachpoliert. Wir hier im Pianohaus legen sehr viel Wert auf hygienisch einwandfreie Tasten, weil bei uns die Kunden auch die Klaviere anspielen können. Um die Tasten zu reinigen, benutzen wir Reinigungstücher für Tasteninstrumente. Diese Reinigungstücher sind getränkt mit einer antibakteriellen Flüssigkeit und sind abgepackt in einer sehr praktischen Spenderbox. Man kann sie leicht entnehmen und ein Tuch reicht für einmal sauber machen. Für die Oberflächenreinigung der Instrumente empfehlen wir ein Mikrofasertuch. Nicht irgendeines, das ist ein Mikrofasertuch, welches silikonfrei ist. In den handelsüblichen Mikrofasertüchern können Silikone sein und die können sich in die Fasern setzen und somit kleine Kratzer im Lack verursachen. Dieses Tuch ist sehr weich und es hat vor allem keinen bestickten Rand, sondern einen ultraschallgelaserten Rand, welcher auch sehr weich ist und somit hervorragend für die Pflege, gerade von hochglanzpolierten Flächen geeignet ist. Die Reinigung der Innenräume der Instrumente, der akustischen Anlage, die sollten Sie besser einem Fachmann überlassen. Unsere Klavierbaumeister im Außendienst übernehmen diese Arbeit gerne für Sie, weil es doch ein bisschen empfindlicher ist, dieser Bereich. Auch die Politur der Beschläge, wenn sie ein bisschen angelaufen sind, die Messingbeschläge, die sollte man auch am besten einem Fachmann überlassen. Nicht, dass man nachher den Lack halt eben beschädigt und sich dann ärgert. Also da wissen unsere Herren sehr gut Bescheid und sind sehr routiniert.